Ich muss auf jeden Fall auf Bürgerstatus kommen. Auf Bürgerstatus. Ich bräuchte eigentlich Ankerlichten. Ein paar Gewürze. Vielleicht kriege ich ja welche. Ein verkommenes Nest voll grämiger Freibeuter wurde entdeckt. Sag ich doch, die sind hier. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Noch eine Kanone. Juhu. Aber wir wissen ja, ich darf nicht mit... Ja, ich erwähne es jetzt mal. Ich darf keine Kanonen hier drin haben, sonst... Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kann es da Gold geben? Machen wir es einfach mal so. Ich kann dann hier später ein normales Handelsschiff herstellen. Das kann sich dann auch um alles kümmern. Boah, so viel haben wir gar nicht. Ach, ich glaube, uns wurde wieder was Zeug verkauft. Wir haben Gewürze, das ist schön. Bringt uns halt aber nicht viel. Wir brauchen nämlich eine Schule. Ich brauche mindestens zwei, sehe ich gerade. Ach, wir haben kein Geld mehr. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Oh, vielleicht gibt es hier Gold drauf. Oh, habe ich nicht gehört. Oh, Baumwolle. Immerhin. Aber ich werde mich auf jeden Fall auf den seinen Inseln stürzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei denen einfach nur Gold ist. Und man es eigentlich kaufen sollte. Ich finde es gut, dass die keine Werft bauen. Die haben bloß dieses eine Schiff und das war's. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Wir kriegen auf jeden Fall Gewürze rein. Jetzt müssen wir nur noch darauf hoffen, dass wir jetzt endlich mal genug von allem anderen kriegen. Ja, hier unten fehlt noch eine Schule dann. Da fehlt wieder Gold. Ein Glück kostet das ja nichts. In Anno 1701 haben sie es geändert, dieser Insel, dass Schiffe nicht kosten. Das heißt, du musst aufpassen, wie viele Schiffe du hast, denn die kosten dann in Zukunft was. In den anderen Anno-Teilen. Klingt für mich tatsächlich logischer, weil hier kann man eine Flotte endlos aufbauen, ohne Probleme. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kannst du hier Gold drauf geben? So. Haben wir jetzt die ersten Bürger gleich? Ja. Und schon haben wir die Burg. Wir sind die Burg. Ah, ich muss ja warten, dass ich brauche einen Arzt unbedingt. Sonst habe ich ein Problem. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Yay, Eisenerz, damit machen wir uns einen schönen Tag. Der fängt da unten an, sich einzumauern. Ich will endlich einen Arzt haben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Euer Volk braucht einen Arzt. Es war sowas von klar. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Bauverbot. Und wir haben schon die Pest, wie schön. Die Pest sucht eure Siedlung heim. Ich bin ja dran. Wisst ihr was? Die Häuser hier unten, die lassen wir einfach kaputt gehen. Ist mir doch egal. Okay, Alkohol sinkt. Da müssen wir was tun. Später, wenn wir Geld haben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hier ist bestimmt Gold drauf. Nee.
Okay, es gibt nur ein Goldvorkommen anscheinend. Das hier ist... Ich habe mir eigentlich überlegt, dass das hier die erste Insel wird, auf der ich anfange. Aber dann habe ich gesehen, der hat bloß ein Schiff und wir haben ein großes Handelsschiff. Da habe ich mir gedacht, wir sind voller Kanonen. Wir müssten auf jeden Fall stärker sein. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Das hatten wir schon. Haben wir jetzt alles, oder? Jep, es gibt nur ein Goldvorkommen. Der hat schon wieder nichts zu tun. Haben wir dann wenigstens noch genug Eisen haben wir eigentlich noch. Ui. Der hat uns aber gerade viel verkauft. Gebt Breitseite! Ja, gebt Breitseite. Ich muss jetzt langsam mal anfangen mit Kanonen. Mit Kanonieren. 600, das haben wir eigentlich einfach noch nicht. Und jetzt machen wir mal einen Baustopp hier. Gebt Breitseite! Jetzt verkaufen wir immer noch. Komisch, dass er es nicht kauft. Volle Breitseite. Gibt Breitseite. Volle Breitseite. Volle Breitseite. Okay, ich muss dann unbedingt hier drin alles zerpflücken. Bei dem. Der hat so unglaublich viel hier. Und ehrlich gesagt, die Stadt brauche ich nicht unbedingt übernehmen. Setzt die Vorseenseite. Oh, hält sich eigentlich alles nach den Grenzen. Wir haben an und für sich eine echt gute Bilanz. Oh, Gewürze werden immer mehr. Wir müssen jetzt nur erstmal genug rauskriegen, dass ich die Burg bauen kann. Die Burg, prominent im Kettenhemd. Wer hat's geschaut? Ich ein bisschen. Anker lichten! Volle Breitseite! Volle das ist solche Modeerscheinung, jetzt eine Staffel und dann nie wieder. Oh! Das ist, macht diese Insel natürlich ein bisschen unattraktiver, aber ist immer noch gut. Volle ansonsten Breitseite. Ist noch gut, die kann man noch essen. Volle Breitseite! Da kann man leider nicht hin, oder? Volle Breitseite! In die Wanten! Und ich würde sagen, dann fange ich mal an, hier alles langsam nach und nach Platz zu machen von ihnen. Sobald meine Kanoniere fertig sind. Und wenn wir diese Insel gesäubert haben, übernehme ich die unten. Und dann ist gut. Soldaten sind ausgebildet. Wie steht's immer? Um unseren Alkohol, da muss ich wirklich was tun jetzt. Später. Mir nach! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Gib's ihm! Langsam, aber sicher zeigt das ihm. Gebt Breitseite! Ich zerschieß die Insel einfach ganz. Ich kann ja nicht den Trick anwenden, dass ich sie einfach übernehme. Weil ich bin ja schon auf der Insel vertreten, man kann nicht zwei Kontore haben. Wäre eigentlich cool. In denen kann man am meisten lagern. So, zurück zu anderen Sachen. Es steigt, das müsste jetzt auch wieder steigen. Ich schieß jetzt hier wahllos alles kaputt. Neue Soldaten sind verfügbar. Für Land und König.
Oh, ich wollte gerade sagen, das ist ein Kavallerist, aber nein, das war bloß ein Fleischer. Der Land und König zum Angriff! Zum Angriff! Der Land und König volle Breitseite! So, die brauchen auch nicht mehr lang. Ihr baut euch noch weiter aus. Ich glaube, ich langsam die Panik bei ihm aus. Errichtet ein größeres Gotteshaus. Bei mir jetzt, neue Einheiten bei mir jetzt passieren, sind bereit. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, da habe ich irgendwas getan. Keine Gnade. Für Land und König. Also eine Kirche ist echt schwer zu zerstören. Muss daran liegen, dass sie heilig ist. Zum Angriff! Mir nach! Oh, da fällt mir gerade ein, da gab es noch mal einen Trick. Ich mach nochmal Bauverbot. Man konnte doch die Gebiete auch räuberisch erobern. Das Volk benötigt ein Badehaus. Ach Quatsch. Vielleicht klappt es doch nicht so. Ich hatte so im Kopf, dass es funktioniert. Attacke! Zum Angriff! Keine Gnade! Zum Angriff! Volle Breitseite! Zum Angriff! Attacke! Gucken wir mal, dass wir noch mehr erobern können irgendwie. Warum kann ich das nicht bauen? Weil es nach dem gehört. Attacke! Vielleicht geben sie es ja auch, wenn ich alles zerstöre. Mir nach! Vielleicht ist das wichtig. Aber irgendwie wollen sie das wahrscheinlich nicht. Vermutlich, weil es hier so nah am Kontor ist. Lass mich nur lange genug warten, dass ich nicht mehr erneuern können. Wir sollten vielleicht mal die Werkzeugschmiede zerstören. Nur so ein fixer Gedanke von mir. Natürlich, die Feuerwehr löscht das trotzdem noch. Wäre sonst auch langweilig. Naja, wenn sie schon mal draußen ist, dann macht sie es auch. Für Land und König! Für Land und König! Hier nach! Attacke! Was fällt dir ein? Scheint zu laufen. Wir kriegen auf jeden Fall immer mehr Geld. Machen wir einfach alles kaputt. Oh, guck mal, wie schön. Der Vulkanausbruch hat dafür gesorgt, dass wir hier keinerlei Erz mehr haben. Wisst ihr, was echt gemein ist, wenn ich verliere, wenn ich Rot vernichte? Ich will ja nicht vernichten, ich will bloß das Gebiet hier haben. Vielleicht kann ich sich irgendwo auf so einer unfruchtbaren Insel niederlassen. Auf jeden Fall, seine Insel geht den Bach runter. Er hat nichts mehr auf der Insel. Trotzdem geht sie nicht weg. Blöde Insel. Oh, das können wir wieder anmachen. Du kannst dich eigentlich mal reparieren.
Schiffsreparatur beendet. Captain. So, vielleicht gibt er nach und nach jetzt alles auf. Ich würde mich freuen. Oh, schön, Pest. Für Land und König. Ich finde es halt doof, er muss nicht aufgeben, das ist gemein. Er hat zwar nichts mehr, aber er gibt halt nicht auf. Oh, ich dachte schon, der schießt das auf mich. Auf meine Truppen. So, das läuft. Gewürze haben wir auch. Wahrscheinlich verkauft er die hier. Oh, seine Häuser sind zusammengefallen. Vielleicht reicht das hier doch aus, um entsprechend groß zu werden. Das müssen wir einfach mal schauen. Oh, er hat aufgegeben. So lobe ich mir das. Das macht es schon fast wieder gut, dass ich so viel Mist gebaut habe. Vorhin. Übrigens, die Karte, die ich mir ausgedacht habe, ist auch, also die ich wirklich zum Schluss spielen werde, ist auch sehr, sehr schwer. So, das passt doch da wunderbar rein, sobald es fertig ist. Komm schon. Hilfe, wenn ich das ausmache, glaube ich. Ich glaube, ich baue noch eine Werkzeugschmiede. Ich wollte gerade fragen, wo kommt denn das Werkzeug her, aber ja. Ich hätte da eine Idee. Könnte sein, dass ich das selber aber gerade. Also, das ist solche ganz verrückten, absurden Ideen, die ich manchmal habe. Jawohl, mein Fürst! Vielleicht mache ich die Stadt doch im Erdboden gleich. Ich schaue einfach mal. Wenn ich sie mit versorgen kann, dann wäre es natürlich gut. Aktuell scheint sie noch relativ selbstversorgt zu sein. Ich muss halt. Ein bisschen. Ich muss Wein und Tabak reinkriegen dann. Der Rest ist nicht mehr so wichtig. Ich warte noch ein bisschen, bis ich mehr Vorräte habe. Ei, ei, Captain! Ach so, natürlich, die Insel, das hier ist weg, deshalb kommt der Pirat zu mir gefahren. Schiffsreparatur beendet. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ich nicht eigentlich bald mehr verlangen. Achso, es ist noch kein Tabak da. Sobald Tabak da ist, kann ich wahrscheinlich mehr verlangen. Ich brauche mehr Alkohol und ich brauche mehr Nahrung. Aber erstmal brauche ich mehr Tabak. Das war gerade sehr merkwürdig. Habt ihr das gesehen? Und wahrscheinlich nicht. Jetzt habt ihr meine Mausführung nicht gesehen. Die war nämlich eigentlich ganz normal. So. Mann, so viel Geldprobleme, das ist ein Nachteil, wenn man das ganze Eisenerz kaufen muss. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Okay. Als nächstes kümmern wir uns mal um Nahrung, würde ich glatt mal sagen. Können wir eigentlich hier noch einiges ausnutzen, wenn ich so drüber nachdenke.
Ich bin so arm, ich kann mir nicht mal ein Stück Weg. Ich kann nicht mal einen Trampelpfad bauen. Steht hier eigentlich immer. Hafenanlagen, Farmen und Plantagen, Handwerksbetriebe, Verteidigungsanlagen, Straßen und Brücken, Bergbau, Abreisenmodus. Habe ich mir schon ewig nicht mehr angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Oh, läuft. Läuft auch. Das Feuer breitet sich aber ganz schön schnell aus. Ich muss mir auch schon langsam Gedanken machen, was ich als nächstes spielen werde. Ich habe da schon was im Auge. Etwas, was ich mir mitgenommen habe. Klar, jetzt kommt gerade sehr viel Serie Billions, während die Folge rauskommt. Das hängt aber damit zusammen, ich bin auch im Urlaub. Sonst wäre es kein Problem, da ist direkt das nächste anzufangen. Und aber andererseits, Serie Billions muss ich auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Da hat es halt lange gedauert, bis ich das erreicht habe, was ich erreicht habe. Klingt logisch, oder? Okay, 300 Bürger. 300 Bürger. Ihr dürft euch ausbauen. Ich brauche nämlich mehr Geld. Hm? Ach so, ja, kein Geld. Aber mit der Nahrung muss doch jetzt erstmal so im Rein sein. So, das passt dann wunderbar hier rein. Sobald ich wieder Geld habe. Ja, ich weiß, ihr hasst es, wenn man immer auf Geld warten muss. Aber ist halt so. So geht's vielen Leuten in Deutschland, die immer wieder darauf warten, dass ihr Gehalt eintrifft. Ich bin froh, dass ich das Problem so nicht mehr habe. Tatsächlich, das mit dem Gehalt ist immer so eine Sache, die bei mir neben... Die passiert tatsächlich nebenbei. Es ist nicht so, dass ich nicht auf das Geld angewiesen bin. Aber es ist tatsächlich die Tatsache, dass ich nicht so extrem auf Geld achten muss. Ich mach's natürlich trotzdem, aber... Oh nein, hier wächst gar kein Zuckerrohr, oder? Gut, dass ich Zuckerrohr anbaue. Ja, er hat sich die fruchtbarsten Inseln ausgesucht. Ja, habe ich gesehen. Ach ja, hinten fehlt noch ein Wirtshaus, in dem fehlt beides. Ich sag, die Siedler hier. Braucht kein Mensch. Das Wirtshaus allerdings würde ich tatsächlich gerne noch bauen. Okay, wir müssen mit Wein weitermachen. Lässt er weinen, sollte mehr denken und weniger weinen. Nein, Minusgeld, Minusgeld, das ist das schlimmste Geld. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die meinen, sie müssen, man kann ja, wie hieß denn dieses, man kann ja ins Minus gehen mit seinem Konto, wie hieß denn das? Ich denke immer gerade an Rendite, der Begriff fällt mir gerade nicht ein. Egal, schlag's mal nach. Das ist wie so ein Mini-Kredit, den die Bank einem gewährt. Allerdings ist sie mit sehr viel Zinsen behaftet. Auch jetzt noch, die Europäische Zentralbank hat immer einen Riegel vorgeschoben, weil ehrlich gesagt, bei der konnten sie sich das Geld für 1% leihen und wenn man das überschritten hat, das Limit, also wenn man ins Minus gegangen ist, hat man gleich 17-18% zahlen dürfen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich immer gefragt, was soll das? Warum nutzt man das? Man muss doch versuchen... Und dann versucht man immer wieder rauszukommen und dann rutscht man immer wieder rein. Was soll denn das? Im Grunde zahlst du so doch immer mehr drauf. Man sollte doch versuchen, möglichst mit seinem Geld so hinzukommen, dass man möglichst auf Null ist, weil sonst hat man ja noch weniger zur Verfügung, weil ja immer wieder was weggeht. Weil du ja haufenweise, wirklich haufenweise Zinsen dafür bezahlt hast. Und ich habe das immer nicht verstanden, warum die Leute das gemacht haben. Machen wir mal hier auch noch eine Verbindung. Okay, Algor müsste ich jetzt auch fangen.
Rohstoffe. Setzt neuen Kurs. Jetzt ist das Geld wieder weg. Genau. Aber es ist okay, denn ehrlich gesagt... Gerade haben wir ja so viel Geld, dass es uns ja egal sein kann. Wir verdienen ja genug. Ich glaube, wir hatten in der anderen Mission, ich habe nicht geschaut, kurz vor Ende, ich glaube, wir hatten die Million erreicht. Ich muss dann nochmal die alten Videos durchstöbern und das... Aber ehrlich gesagt, die Wiederherstellung, das mache ich höchstwahrscheinlich erst, wenn ich wieder da bin. Ich muss gerade noch so viel rendern und beschriften muss ich ja auch noch. Es dauert halt alles seine Zeit. Muss halt alles fertig werden. Beschriften seht ihr, dass ich in letzter Zeit nicht dazugekommen bin, aber ich habe sehr viel gerendert und habe noch andere Sachen zu tun nebenbei. Heute wird Stronghold 2 zu Ende gerendert. Dann muss ich noch die letzte Aufnahme von Anno hier nachrendern und ehrlich gesagt diese Aufnahme dann auch. Und ich glaube, dann habe ich... Könnte es sein, dass ich genug Folgen habe. Ich hätte gern so eine Woche Puffer, wenn ich wieder zu Hause bin. Damit ich nämlich nicht gleich wieder anfangen muss, obwohl... Ich habe nichts dagegen, wenn ich in ein, zwei Spiele wieder anfangen muss aufzunehmen, aber wenn ich dann fünf, sechs Spiele gleich aufnehmen muss... Okay, so viel habe ich gar nicht, aber trotzdem. Für unseren Herrscher! Für unseren Herrscher! Jawohl, komm, mein Fürst! Jawohl, zu faul. Mein Fürst! In die Wanten! Oh, Moment, da habe ich ja vergessen, was zu bauen. Dann werden wir mal anfangen, hier zu erobern. Setzt die Vorsegel! Verfolgt mich bitte nicht. Ankerlichten! Sein liebes Piratenschiff. Oh, danke. Ich bin dir sehr verbunden. Und wenn wir das erobert haben, gucken wir mal, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen hier alles. Ich weiß nicht, wie die anderen Kampagnen so drauf sind. Aber ich gehe irgendwie davon aus, wir werden mit den Kampagnen, wenn die nicht viel schwerer sind als das hier, ganz gut durchkommen. Oh, Gewürze gehen zu Ende. Volle Breitseite! Attacke! Volle Breitseite! Jetzt werden jetzt mal die ganzen Rohstoffe verbraucht, die wir die ganze Zeit schon hatten.